Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Inquisition, nicht Origins. Da unten haben wir wieder einen kleinen Drachen. Ein Drachenjunges, das hier wieder stressen will. Das kriegt wieder aufs Maul. Ich weiß immer noch nicht, wo die herkommen. Die sind einfach da. Ich habe keine Ahnung. Ich würde gerne mal gegen so einen großen Drachen kämpfen. Ich glaube, da würde ich aber ordentlich verlieren. Oh, ich glaube, wir werden gleich angegriffen. Hilfe! Okay, wir greifen an, alles klar. Wenn das so ist, Männer. Aua, der Drache kommt. Ja, ich ziehe mich zurück, ich gehe nach Hause. So. Easy. Ja, wenn meine Leute da sind, dann ist das easy. Kommt ein neuer Drache. Mich dünkt, die kommen von da hinten. Ich werde mal kurz schnell speichern. Vor allem, die kommen ja permanent. Ey, das ist denn ja völlig egal, was du machst. Zum Glück ist der nicht immun. Das ist sehr, sehr gut. Boah, da kommen noch mehr. Ey, wo kommen die denn alle her? Ich verstehe nicht, wo die herkommen. Ohne Spaß. Macht irgendwie gar keinen Sinn, dass da permanent Drachen runtergelaufen kommen. Da oben ist ja nichts. Sollte man dann vielleicht nochmal an den Spawnpunkten der ganzen Viecher hier arbeiten, weil das macht irgendwie keinen Sinn. So, Drachenblut nehmen wir gerne mit. Ich nehme jetzt auch das hier mit. Ja, nehmen wir alles mit. So, wir haben noch einen weiteren Riss, den wir schließen können. Wir haben noch die Höhle. Ich gehe jetzt nämlich in die Höhle rein. Ich will wissen, was in dieser Höhle ist. Das scheint mir sehr interessant. Aber erstmal muss ich diese Höhle wieder finden. Achso, die Höhle war da. Mal gucken, was in der Höhle ist. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Spindelkraut, haben wir das nicht schon genommen? Das ist aber schnell nachgewachsen. Cool. Was gibt denn in der Höhle? Oder ist das keine richtige Höhle, sondern nur ein Durchgang? Egal. Spinnen! Riesenspinnen! Okay, aber die sind kein Problem. Die mache ich ja mit. Oh, ich geh mal weg. Kommt mir gar nicht zu nah, ihr blöden Spinnentiere, ihr arachnoiden Mistviecher. So, alle tot. Nee, noch nicht alle tot. Moment, halt, stopp. What the fuck, was bist denn du? Ach, Tiefenlauerer. Also bitte. Ein Tiefenlauerer, du. Das ist ja wohl... Pff, ist ja wohl ein Scherz. Brauchte ich das nicht auch für irgendwas? Tiefendauerer Leder? Ich hab da irgendwie... Ach, das ist Solus. Der sah so ein bisschen komisch gerade aus. Ach, guck mal, cool. Ich kann die Höhle erkunden. Ja, machen wir doch. Ach nee, entzünden kann ich nicht. Ich dachte, erkunden. Also erkunden kann ich sie natürlich auch. Klar. Okay, hier kommen wir einfach nur auf der anderen Seite wieder raus. Alles klar, aber wir wollen natürlich noch... Was war das für ein Schrei? Ich hoffe, ich habe mich verhört. Hallo? Hallo, kleiner Tiefenlauerer. Ich glaube, hier gibt es noch mehr von denen. Kann das sein? Ich glaube, da hinten kommt noch irgendwas an. Kann das auch sein? Man sieht hier aber auch nichts. Kann ich mal in ein Licht machen? Warum haben wir keine Lichtzauber am Start? Du bist auch nur ein kleiner Tiefenlauerer. Na dann. Hauen wir die mal auf die Fresse. Oh, guck mal, da kommt wieder... Ach, da kommt wieder eine kleine süße Spinne. Die gar nicht so süß ist, weil die scheiße ist. So. Sie will mich attachieren und das geht so nicht. Ihr kämpft, ich gucke. Das ist ein guter Deal. Die Erfahrungspunkte kriege ich ja eh. Oh, da kommt noch eine Spinne. That's not good. Warum? Oh, das ist schön. So muss... Ich wollte gerade sagen, das ist schön, so muss es bleiben. Und was passiert? Natürlich geht das Licht wieder aus, ey. Oder die Blitze. So, Leder nehmen wir natürlich gerne mit. Wir entzünden einfach mal auch alles. Das hilft bedingt. Aber ein wenig hilft... Hat er nicht gerade irgendwas geschossen? Naja. Sei's drum, ne? Sei egal. Ein Topaz versteift... Aha. Ein Handgriff, ist klar.
Nehmen wir erstmal alles natürlich mit. Gibt's hier auch noch irgendwie... Gab's hier... War hier was? Nein. Ich brauche unbedingt mehr Fackeln, weil ich sehe absolut gar nichts. Das scheint eine Expedition gewesen zu sein. Helm der freien Marschen. Ich würde fast sagen, von den Zwergen. Wohl nicht ganz so glücklich ausgegangen. Amulett der Stärke. Aha, aha. Oh, hier ist noch mehr. Okay, leider nicht so viel Spannendes. Ein bisschen Zeugs, das du findest. Ich meine, ist jetzt nicht schlecht, aber hätte ja durchaus spannender sein können. Sage ich jetzt mal. Gut, dann waren wir auch in dieser wunderhübschen Höhle. In der man... Das ist cool, dann siehst du auch wenigstens was. Oh, okay, der ist schon tot. Ja, wenn es blitzt, dann siehst du auch was. Ansonsten ist er... Das ist voll dumm, also die Respawn-Zeiten der ganzen Viecher sind einfach viel zu kurz. Das ist ja voll bescheuert, ey. Da musst, bist du die ganze Zeit nur am Fighten. Ja, danke, dass du mich einfach wegdrückst, du Arsch. Nee, weg, Spinne. Ich will nicht, dass du mich antatscht. Oh. Da ist ja eine Spinne neben uns. Oh, bald Level 9. Sehr nice. Tiefenlauer Kralle. Hä? Wo kommt die denn her? Ja, Zappalotz, was ist denn hier los? Moment, die hat was zum Plündern. Nehmen wir natürlich alles mit. Na gut, dann gehen wir auf der anderen Seite raus. Hier gibt es nämlich den Höhlenausgang. Oder, naja, Höhlenausgang. Hier ist irgendwo ein Drache. Ich werde sterben. Aber das ist mir egal. Scherben, da ist noch eine Scherbe. Hier ist ein Astrarium. Es gibt also irgendwo einen Weg auf diesen Berg. Den würde ich auch gern suchen eigentlich, ehrlich gesagt. Den Drachen kann man ja später noch machen. Ich würde nämlich sowieso, bevor ich zum Drachen gehe, gerne noch meine Heiltränke auffüllen. Ich würde so gerne mal gegen einen Drachen kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen gegen einen kleinen Drachen. Ich werde zwar sterben, aber wie gesagt, das ist egal. Echte Abenteurer. Ist der Tod egal oder so. Oh, hier gibt es ganz viel Spindelkraut. Nehme ich mit. Ich werde sowas von sterben. Aber ich glaube, das mache ich eh nicht in dieser Folge. Vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken, dann werden wir mal so Richtung Drache gehen. Und versuchen, den zu töten. What the fuck ist das denn da hinten? Das ist ein Riese. Ein Riese? Drachen? Wo bin ich denn hier gelandet? Drachen und Riesen. Ich komme mir vor wie in einer Fantasy-Welt. Dafür habe ich aber nicht unterschrieben. Ich wollte doch eigentlich auch ins feudale Japan. Bisher sah auch alles ganz gut aus, aber plötzlich habe ich das Gefühl, ich wurde verarscht. Ach nee. So. Erklimmen wir mal das Ding hier. Oh, hier können wir plündern. Cooler Scheiß. Das finde ich cool irgendwie. Ich weiß zwar nicht, ob die ewig gegeneinander kämpfen oder ob die irgendwann sagen, nö, jetzt ist unser Kampf vorbei, aber... Ich denke, wir werden es spätestens dann erfahren, wenn ich mal irgendwann da angekommen bin. Aber jetzt muss ich erstmal kurz die Map öffnen, weil... Scherben an der Küste, Hausputz... Können wir auch machen. Aber wir gehen erstmal nochmal kurz zurück, weil wir können hier plündern. Oh. Oh, 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 oh. Was hat denn der alles dabei? Alter Schwede. Mann, 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 Mann. Da muss ich ja direkt nochmal kurz hier gucken. Für unseren guten eisernen Bullen. Naja, die Waffe, die er hat, ist immer noch mehr als gut. Rüstung könnten wir uns aber mal eben anschauen. Da hat er nämlich die Jägerrüstung, die ist ein bisschen besser. Die ist auch besser. Verteidigung im Fernkampf brauche er eigentlich nicht. Ich gebe ihm die aber trotzdem, weil er ja immer in der Nähe... Achso, ist nur für Stufe. Na gut, ich gebe sie ihm nicht.
Weil ich habe mich gerade umentschieden. Nein, ich gebe ihm jetzt die hier, weil die ein bisschen besser ist. Und sie gibt ihm Konstitution. Außerdem, guck mal, da sieht man seine Nippelchen. Das ist doch schön. Soll er einen Helm tragen? Wie trägt ein Kunari bitte einen Helm? Ach so, geht gar nicht. Ja, dann nicht. Habe ich mich gerade umentschieden, ich gebe ihm doch keinen Helm. Weil ich mir dachte, naja, das sieht irgendwie doof aus. Hier muss ich mal gucken, das ist eine Jägerrüstung. Theoretisch wäre das was für den guten Varric. Ach so, ach verdammt, ey, ich vergesse das immer. Aber ich kann ihm das, glaube ich, schon geben, ne? Ja, doch. Ich glaube, das gebe ich ihm auch, weil das Ding ist ja nicht schlecht, ne? Das kann man durchaus mal so nehmen. Ich weiß auch nicht, wie ich diesen blöde Hunter wegkriege. Aber ich wollte noch... Nee, das war's. Accessoires habe ich noch, genau. Mal kurz gucken. Wer hat noch keinen Gürtel? Ich habe nämlich noch einen Trankgürtel. Plus eins zusätzliche Tränke. Toll. Natürlich mit Ausnahme von Heiltränken. Also bringt mir das im Grunde gar nichts. Ja gut, Amulett der Stärke ist jetzt auch nicht so töfte. Aber du kriegst es einfach, weil du hast sowieso noch keins. So. Da muss ich, glaube ich, in die Richtung, ne? Ja, ich möchte ja dahin. Muss ich da oben rauf, alles klar. Dann wollen wir uns da mal hinbegeben. Gucken, ob wir das nächste Astrarium hoffentlich ein bisschen schneller lösen können. Das haben wir hier, haben wir ein paar Gegner. Ach, geh weg, du komischer Köter. Brennt alle. Brennt nochmal. Jetzt habe ich leider Cooldown, aber das macht nichts. Du bist ein Magier. Bist du ein Magier? Du bist gar kein Magier. Du bist irgend so ein Arsch, der nervt. Und doof ist. Ja, brenne. Burn to hell. So, alle tot. Nee, gar nicht alle tot. Da ist noch einer. Was haben wir hier? Das müssen die vermissten Soldaten sein. Ermordet. Scheiße. Wir sollten dafür sorgen, dass ihre Familien benachrichtigt werden. Ein Kunari, was ist das? Ach, ein Helm. Ein Kunari-Helm, ja geil. Wie es aussieht, lagern die Banditen irgendwo am Strand. Aha. Banditennotiz. Unsere Männer wurden von einer Gruppe ermordet, die sich Hessarians Kling nennt. Falls ihr daran interessiert seid... Sieht aus, als könnten wir uns ihren Anführer zur Brust nehmen. Hohohoho. Erstmal kämpfen wir gegen den Halunken hier. Und dann wollen wir mal schauen. Ja, der wollte gerade irgendwas mit Töten sagen, aber dann ist er gestorben. Das ist blöd. Baumwollsamt nehmen wir natürlich gerne mit. So, was haben wir hier noch drin? Haben wir auch noch einen geilen Scheiß? Auf jeden Fall eine Truhe. Wo wahrscheinlich nicht so viel... Ah, wobei... Hüterstab, ein Plan, okay. Plündern. Plündern. So, das müsste eigentlich dann hier oben sein. Nee, jetzt hier hoch. So. Ach so, das ist für Scherben sammeln, alles klar. Hopp. Ich glaube, dann bin ich hier genau. Guck mal, das ist doch schön. Ich glaube, hier geht es zwar noch weiter, das macht jetzt aber mal auch überhaupt nichts. Das wäre die nächste, glaube ich. Die werden wir uns mal eben so markieren. Da gehen wir jetzt nämlich hin. Damit wir die ganzen Scherben einsammeln. Dann muss ich mal gucken. Irgendwie will ich versuchen, den Drachen noch zu umgehen und erstmal meine Tränke aufzufüllen. Und halt noch ein Lager zu finden. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Möchte ich fast meinen. Naja, aber erstmal schauen, ob wir irgendwie die Scherbe, ob ich die überhaupt finde. Die kann ja sonst wo liegen. Boah, aber der Drache juckt mich schon ein bisschen, muss ich sagen, ey. Aber soll ich die Truppe so... Oh. Verzeihung. Offensichtlich in den Tod schicken, das ist die Frage. Ach, guck mal, da hinten ist die Scherbe. Ah, okay. Hui! Ich hab Leben verloren. Oh, 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 ich hab noch mehr Leben verloren. Ich nehme mal einen Trank. Lass mich hier nochmal hochspringen. Da ist eine Scherbe, ich muss sie finden.
Finden nicht wirklich. Ich habe sie ja im Grunde schon fast so gefunden. Da ist sie nämlich. Ich muss sie nur noch an mich nehmen. So, dann haben wir Hausputz hier, Scherben da und das nächste Lager, tralala, ist da hinten. Hier haben wir ganz viel Lyrium. Und zwar 4 Dinger auf einmal. Hier haben wir noch ein Astrarium. By the way. Das hier habe ich überhaupt nicht gefunden, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann ja eigentlich, müsste ich jetzt nochmal zurücklatschen. Ach man, warum habe ich das vergessen? Nee, jetzt habe ich keinen Bock, da nochmal hochzulaufen. Das ist mir jetzt zu doof. Aber eigentlich muss ich ja. Verdammt, ey. Das ist doch so. Wo war denn? Ach, da war der Weg nach oben. Der Weg da nach oben dauert schon so lange immer, ne? Und da muss ich das Ding ja auch noch finden. Jetzt habe ich es mir wenigstens markiert. Es dauert, glaube ich, auch noch ein bisschen länger, bis ich zum Drachen komme, weil... Ach ja. Ich würde halt gern vorher noch das andere Lager irgendwie bekommen. Aus genannten Gründen. Ich halte es für sehr clever und der Blick ist recht hübsch. Die kämpfen aber auch... Okay, dann der Drache hat sich erledigt, der ist gar nicht mehr da. Er ist wahrscheinlich jetzt ins Kino geflogen und sagt sich, nö, kein Bock mehr. Laufen wir jetzt einfach mal hier so über die Hügelchen. Hallo Ziege. Keine Angst, ich tue dir nichts. Noch nicht. Da ist es. Ja, der Marker ist gut gesetzt. Direkt darüber im Grunde. So, mal gucken, was dieses Astrarium für einen wunderschönen... Was ist das denn? Was ist denn das? Der Anfang ist ja schon mal doof. Ich mache jetzt hier lang so... Was passiert denn, wenn ich sage, ich mach das jetzt so und so? Ja, nee, das ist blöd. Ich will schon mal neu starten. So. Das ist aber auch doof. Was? So. So, 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 so. So. Geht nicht. So. So. Perfekt. Ich finde das wunderhübsch. Wenn das jetzt weg wäre, wäre das wie ein Diamant. So, wo muss ich denn jetzt hier am Anfang? Das ist ja schon mal die Frage aller Fragen. Da hoch. So, so, so bringt mir gar nichts. So. So, so bringt mir auch nichts. Ha. Boah, die sind manchmal echt nicht einfach, die Teile. Oder bin ich jetzt gerade nur zu blöd? Das. Das bringt mir nichts, weil dann fehlt mir das noch. Wenn ich jetzt aber einen auf den mache, ja, dann bringt mir das ja auch nichts. Also kann ich ja mal anfangen, alles klar. Kann ich das nicht so, warte mal, so? Ja. So läuft der ganze Schmuh doch. Was ist das, ein Sklave? Sieht ein bisschen aus wie ein Sklave. Servani, der Mann in Ketten. Ja, Mann in Ketten ist ein Sklave, sag ich doch. So, das letzte Ding ist irgendwo da hinten. Das haben wir schon auf der Karte, glaube ich, sowieso markiert gehabt, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir noch ein Sternenbild geschafft. Wir sind richtige Sternkuckasse. Hui! Aua. Ja, wenn man Spaß hat, dann tut man sich auch ab und zu mal weh. Das ist ja nicht so schlimm. Kommt ja vor. Aber an der Stelle kann ich ja schon mal die Folge beenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir noch ein bisschen weiter die Schwertküste unsicher machen. Ich wollte gerade Stein sagen und habe so ganz vergeblich oder habe
Ja, vergeblich nicht. Ich habe dann versucht, das richtige Wort zu finden. Die machen wir dann ein bisschen weiter unsicher. Hier haben wir noch einen Riss. Hier haben wir noch Scherben. Da geht Hausputz weiter. Da können wir den Anführer wahrscheinlich eins auf die Mütze geben. Wächter der Küste. Es gibt Hinweise, dass mehrere graue Wächter das Gebiet... Graue Wächter. Ganz schön viele. Das ist interessant. Das werden wir uns doch angucken, wenn es soweit ist. Aber wie gesagt, fürs Erste bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.